Hi, schön, dass ihr da seid. Genau, was ist eigentlich Farbe, habe ich diesen Vortrag genannt. Das ist ein Rabbit Hole, in das ich letztes Jahr mal gefallen bin, wo ich dachte, das interessiert euch vielleicht auch. Stopp! Du musst dein Video-Output einmal umschalten. Mhm, dachte, das hätten wir schon ausprobiert. Du musst das auf die 1 schalten. Oh. Hier meinst du? Genau. Piep. Ja. Sehr schön. Hervorragend. Cool. Ich bin Bindri, Pronomen S oder They, und ich mache viel mit Farben irgendwie in diversen Projekten. Da geht es manchmal um 3D-Rendering und um Spiele und Pixel-Art irgendwie. Da hatte ich schon oft damit zu tun. Aber wie gesagt, irgendwie letztes Jahr, keine Ahnung, hatte ich irgendwie diese Frage im Kopf. Es gibt ja diese Color-Picker, die ihr vielleicht kennt. Ne? Irgendwie, wenn ihr mal ein Grafikprogramm bedient habt oder auf Webseiten irgendwie was mit Farben gemacht habt. Und da gibt es immer diese HTML-Farben, diese Farbnotation, FF0000 zum Beispiel. Und ich habe mir die angeguckt und gedacht, was bedeutet das eigentlich genau? Ja? Also was mir klar war, das sind irgendwie so 3 Farbkanäle. Das ist üblicherweise so, dass man das irgendwie byteweise trennt. Das erste Byte irgendwie beschreibt, wie viel Rot ist in der Farbe, die zweite, wie viel Grün ist da drin und das dritte, wie viel Blau. Aber zum Beispiel so eine Farbe wie hier, ist das so rot, wie es geht im Universum irgendwie? Oder was hat das damit auf sich irgendwie? Ist das auf einem Bildschirm gleich? Ist das für alle Menschen gleich? Diese Fragen habe ich mir gestellt und habe irgendwie angefangen, Wikipedia zu lesen. Die Ergebnisse hört ihr jetzt in diesem Vortrag. Das ist nämlich irgendwie eine total spannende Kombination, auf die man da stößt. Irgendwie aus Physik, ne? Die Physik des Lichtes irgendwie. Das ist so der Ursprung der Farben. Hier geht es irgendwie in Biologie des menschlichen Auges. Man kann sich angucken, irgendwie so mathematische Modelle von Color Spaces irgendwie, wo man das dann versucht irgendwie genau zu definieren, was man eigentlich meint. Und als viertes irgendwie die Technik dann von Bildschirmen auf der Seite, wo man dann Farben nochmal erzeugen will, die für Menschen dann irgendwie wieder auf irgendeine bestimmte Art und Weise aussehen. Und durch diese 4 Bereiche irgendwie gehen wir heute Abend mal, macht es euch gemütlich, wir legen mal los mit der Frage, was ist eigentlich Licht auf der physikalischen Seite? Ja, Licht ist letztendlich elektromagnetische Strahlung. Das ist irgendwie so eine komische Eigenschaft unseres Universums, dass da, wenn man irgendwie elektronische Ladungsträger bewegt, irgendwie, dann erzeugt man solche Wellen. Das sind irgendwie gekoppelte elektrische und magnetische Felder und die breiten sich halt irgendwie durch den Raum aus. Die brauchen noch nicht mal ein Medium oder sowas. Ne? Schall irgendwie braucht Luft zum Beispiel. Diese Strahlung braucht nichts, die geht auch durch Vakuum irgendwie und da sogar ziemlich schnell. Und mit dieser Strahlung hat man irgendwie an vielen Stellen zu tun, ne? Zum Beispiel Radio irgendwie wäre so eine Strahlung, die dann ausgesendet wird, indem man in diesem Turm irgendwie Strom herum bewegt. Oder ein anderer Typ, den ihr auch von zu Hause kennt, ist Mikrowellenstrahlung, die irgendwie so eine Wellenlänge hat, dass die Wassermoleküle schwingen lässt und dann werden die heiß und dann wird euer Essen schön warm. Oder noch ein Typ Röntgenstrahlung. Ne, irgendwie. Da ist die Wellenlänge viel, viel kürzer. Und das führt dann irgendwie zu anderen Eigenschaften. Dann geht sie halt irgendwie durch, menschliche Körper ganz gut durch. Man kann so ein bisschen gucken, wo wird die absorbiert. Dann kann man irgendwie in Sachen reingucken. Auch ganz spannend. Praktischer Use Case. Naja, und diese 3 Typen von Strahlung, letztendlich ist es halt irgendwie alles total ähnlich zueinander. Ne? Elektromagnetische Strahlung von anderen Wellenlängen. Hier ist nochmal ein größeres Diagramm, wo letztendlich so die wichtigste Achse irgendwie von links nach rechts ist, wie groß ist die Wellenlänge letztendlich. Ne? Also beginnt hier oben irgendwie mit sehr langen Wellenlängen. Radio hatten wir vorhin schon irgendwie, da sind die Wellen dann halt so hoch wie Gebäude irgendwie, so lang. Und je weiter wir nach rechts gehen, desto kürzer werden diese Wellen. Ne? Irgendwie, was haben wir noch gesehen? Mikrowellen haben wir gesehen. Dann gibt es irgendwie Infrarotstrahlung irgendwie, das ist zum Beispiel, ne? Wärmestrahlung würde man sagen. Ultraviolett ist irgendwie in Sonnenlicht ein bisschen drin, macht eure Haut kaputt. Röntgen ist irgendwie ganz praktisch für medizinische Use Cases, will man auch nicht zu viel von abkriegen. Gammastrahlung irgendwie Teil von, also bei radioaktivem Zerfall irgendwie zum Beispiel freigesetzt, auch irgendwie ziemlich gemein zum menschlichen Körper, aber all das irgendwie, die haben total viele Ähnlichkeiten eigentlich, nur die Wellenlänge ist anders. Und was ich jetzt übersprungen habe hier in diesem Diagramm, ist das, wo hier visible steht, der sichtbare Bereich. Ja, denn stellt sich raus, hier ist so Farben irgendwie verborgen. Menschen haben die coole Fähigkeit, bestimmte dieser Wellen tatsächlich ziemlich gut wahrzunehmen, nämlich in genau diesem Bereich, in diesem Wellenlängenbereich. Kann man sich fragen, warum können wir Menschen genau diesen Bereich sehen mit unseren Augen? Die Frage ist, also, naja,
Für eigentlich alle Tiere, die so auf der Erde rumlaufen, ist es total praktisch, halt irgendwie in ihrer Umgebung sich orientieren zu können. Und was man dann machen kann, ist irgendwas in diese Umgebung reinsenden und es wieder zurückreflektiert kriegen zum Beispiel. Also ne, Fledermäuse oder so machen das selber irgendwie. Die senden, das ist dann wieder Ultraschall, da brauchen sie Luft für. Die senden das aus, wird das irgendwo reflektiert, dann kommt es zurück. Und dann wissen sie so ein bisschen, wie sind die Sachen um sie herum angeordnet. Menschen können keinen Ultraschall erzeugen, aber wir benutzen einfach, was eh schon irgendwie um uns rum ist, nämlich das Sonnenlicht. So, tagsüber zumindest. Das geht halt auf die Erde irgendwie, wird von Sachen reflektiert, dann fällt es in unser Auge und dann können wir ein bisschen besser irgendwie uns orientieren. Praktischer Skill. Warum jetzt ausgerechnet dieser Bereich, dass der sichtbar ist? Naja, wenn man sich so ein Lichtspektrum mal anguckt, da gibt es solche großen Geräte für, Spektrometer, die irgendwie für verschiedene Wellenlängen messen können, wie viel ist davon jetzt zum Beispiel in Sonnenlicht vorhanden. Dann kann man sich ein Diagramm aufstellen, das dann zum Beispiel so aussieht. Also auf der X-Achse haben wir die Wellenlänge. Auf der Y-Achse, wie stark ist die Strahlung in dieser Wellenlänge? Ne? Und da sehen wir, Sonnenlicht ist eine total wilde Mischung von allen möglichen Wellenlängen. Das geht im Infrarotbereich los am Anfang. Deshalb ist irgendwie für mich total wichtig, Sonnencreme zu benutzen, sonst zerfalle ich irgendwie sofort zu Staub, um das abzublocken. Und irgendwie, es geht dann noch so einen langen Schwanz in Infrarotstrahlung rein. Deshalb ist Sonnenlicht irgendwie schön warm und wärmt Dinge auf. Aber der Peak dieser Sonnenstrahlung, also letztendlich geht es hier, ne, es gibt irgendwie verschiedene Linien hier drin, aber letztendlich dieses, was hier bunt eingefärbt ist, ist so der Bereich, der dann unten an der Erde ankommt, nachdem das durch die Atmosphäre durchgekommen ist. Und dessen Peak ist halt irgendwie hier in diesem Frequenzbereich und das ist genau der Bereich, den wir sehen können. Das ist der Grund, ne? Also dass das Sonnenlicht so strukturiert ist, bedingt oder hat zur Folge quasi, dass Menschen diesen Bereich sehen können. Und das finde ich schon mal eine ziemlich coole Erkenntnis. Und das ist halt, also ja, dieser Wellenlängenbereich ist dann der Ursprung der Farben um uns rum. Das ist Sonnenlicht. Das ist irgendwie so das Diagramm, das man aufstellen kann. Man kann sich jetzt auch noch andere Lichtquellen angucken. Zum Beispiel das hier ist eine weiße LED. Gibt es bestimmt verschiedene Typen und Techniken. Ich weiß auch nicht genau, warum die so gebaut sind, dass sie irgendwie zwei Peaks haben, wird damit zu tun haben, irgendwie, wie die Elektronik funktioniert. Aber das ist jetzt schon deutlich anders als das Sonnenlicht. Ne? Das Sonnenlicht war irgendwie einfach so ein relativ klarer Peak irgendwie, ein relativ breiter, der hat jetzt zwei und hier irgendwie bei 500 Nanometern ist da nicht so viel Strahlung, Intensität vorhanden einfach in dem Bereich. Trotzdem wirkt das für uns ziemlich weiß. Und hier sind noch ein paar andere Diagramme. Also das erste ist wieder, ne, Sonnenlicht, diese weiße Kurve. Dann haben wir hier als zweites, das ist eine Glühlampe, so eine elektrische alte. Da sieht man, die geht total viel in den Rotbereich rein. Also da ist sehr viel Wellenlänge irgendwie, also hohe Wellenlänge. Und auch ganz viel Infrarotstrahlung, deshalb sind Glühbirnen auch so schön warm. Dann, genau, Halogenlampen, irgendwie nochmal ein bisschen anders strukturiert, auch irgendwie relativ breiter Peak in der Mitte. Leuchtstoffröhren hier unten sind total spannend, die haben ganz scharfe einzelne Peaks irgendwie. Trotzdem ist das auch halt irgendwie das Spektrum einer weißen Leuchtstoffröhre, das wir irgendwie Menschen so sehen. Eine kaltweiße LED, das ist so ähnlich wie das, was wir vorhin schon gesehen haben. Und zum vielleicht auch nochmal eine warmweiße LED, die dann viel weniger von diesen Wellenlängen hier haben, die wir dann halt irgendwie als blau interpretieren. Und genau, ich habe für den Vortrag ein kleines Tool gebastelt, mit dem wir mal ausprobieren können, wie diese verschiedenen Komponenten so zusammenhängen. Ich zeige euch das mal. Das sieht so aus. Wir haben hier oben wieder einen Graphen, wo wir halt einstellen können, irgendwie, was wir da jetzt für reinkommendes Licht haben. Kann ich reinzeichnen irgendwie. Geht bei 380 Nanometern los, endet bei 780. Wenn ich irgendwie versuchen will, sowas Ähnliches wie Sonnenlicht zu malen, kann ich das irgendwie so tun. Das ist quasi der Input für dieses System. Und dann gucken wir gleich mal, was dann auf der biologischen Seite passiert damit. Wie nehmen unsere Augen jetzt diese Farbe wahr? Ist die nächste Frage. Das ist ein menschliches Auge von oben im Querschnitt. Und ganz viele Sachen, die da eingezeichnet sind, sind für den Vortrag heute gar nicht wichtig. Also irgendwie, wie das genau funktioniert, dass jetzt oben Licht reinfällt und durch die Linse gebündelt wird und so, ist für uns nicht so relevant. Aber letztendlich wird das halt gebündelt auf der Netzhaut hier unten, auf dieser gelben Schicht. Und dann halt irgendwie durch diese Nervenzellen zum Gehirn weitergeleitet. Und wenn man dann jetzt näher ranzoomen würde, würde man solche Arten von Zellen überall auf der Netzhaut sehen. Das sind Zapfenzellen, sagt man.
Die sind so aufgebaut, dass sie oben irgendwie eine ganz wild gefaltete Zellmembran haben. Und überall in dieser Membran ist ein bestimmtes Protein, das halt auch in bestimmten Lichtschwellenfrequenzbereichen irgendwie das Licht absorbiert und dann in elektrische Impulse umwandelt. Und dann geht es irgendwie weiter durch die Zelle nach unten. Na, da passiert noch total wilde Signalverarbeitung irgendwie drin. Das soll heute auch gar nicht Thema sein. Aber letztendlich kommt da dieser Impuls rein, wird gemessen und geht dann irgendwie ab zum Gehirn, das daraus eine Farbwahrnehmung macht. Und jetzt ist die Frage, wenn man jetzt solche Zellen hat, wie sollen die am besten sich verhalten, wenn wir Evolution spielen würden und irgendwie wollen, dass das gut funktioniert? Wir können jetzt mal ein paar Sachen ausprobieren. Wenn wir irgendwie so eine Zapfenzelle haben und jetzt einstellen können, auf welche Wellenlängen ist die, also springt die an, ja, dann wäre eine Möglichkeit, das zu machen, dass wir sagen, okay, wir suchen uns irgendeine Wellenlänge aus und in dieser Wellenlänge ist es halt, springt es sehr stark an. Ne? Also was dieses rechte Diagramm bedeuten würde, ist für gegebene Wellenlänge auf der X-Achse, wie stark ist der Impuls, der dann irgendwie in die Nervenzelle reingeht. Und wenn wir uns eine Wellenlänge aussuchen, ist es halt so, dann haben wir irgendwie eine Wahrnehmung für diese eine Stelle in dem Licht, das reinkommt, aber für alle anderen Frequenzen sind wir blind, ne? Können wir nicht wahrnehmen. Und das ist natürlich, wenn jetzt irgendwie das reinkommende Licht anders geformt wäre und irgendwie hier ausgerechnet irgendwie wenig hat, haben wir wenig davon, dass wir auf der Frequenz was sehen können. Dann wäre die nächste Idee, okay, wir machen vielleicht so einen Block, den wir sehen können irgendwie. In diesem Bereich springt unsere Kegelzelle an und gibt da was an die Nerven weiter. Auch da ein bisschen das Problem, okay, jetzt können wir den Bereich sehen. Wir wissen da schon mal, ist es irgendwie dunkel oder hell wahrscheinlich. Aber wir können jetzt nicht unterscheiden, ist da irgendwie in diesem Bereich, ist das irgendwie so gestaltet, das Spektrum, oder in die andere Richtung. Denn das, was diese Zelle jetzt macht, entspricht quasi der Fläche darunter. Ja, und die Fläche ist halt in beiden Fällen gleich. Deshalb ist das auch für bestimmte Use Cases irgendwie nicht so hilfreich, um da irgendwie Unterscheidungen zu machen, wie genau das Spektrum aufgebaut ist. Nächste Idee könnte sein, okay, wir nehmen jetzt halt mehrere Typen oder so. Ich habe hier einen Morcones-Knopf. Und da könnten wir dann sagen, vielleicht ist eine Zelle irgendwie auf dieses Ding spezifisch und auf dieses hier vielleicht eine nächste und dann noch auf einen Bereich. Das wäre auch schon ganz schön gut. Dann können wir irgendwie relativ viel sehen. Das ist immer noch das Problem von, wir wissen innerhalb der Bereiche nicht so richtig, wie ist das eigentlich aufgebaut. Deshalb hat die Evolution das so eingerichtet, dass wir da so überlappende Kegel, überlappende Hüte drin haben, quasi, was die Sensitivität angeht. Ich versuche das mal per Hand ungefähr nachzuzeichnen. Das sieht dann so aus, irgendwie. Wupp. Hier ein bisschen flach runter. Und hier auch. Und das Tolle ist, wenn das so aufgebaut ist, kann das Gehirn damit relativ viel anfangen. Denn wenn wir zum Beispiel jetzt nur diese mittlere Zapfenzelle hätten und das Licht, das reinkommt, ist ganz monochromatisch, das ist wirklich nur Licht in dieser einen Wellenlänge. Oder sagen wir, vielleicht ist es noch ein bisschen weiter rechts. So, genau. Und diese Y-Zelle misst dann, okay, ich nehme irgendwie einen Sinnesreiz wahr, der ist so und so stark. Dann könnten wir, wenn wir nur das mittlere haben, nicht beurteilen, ist das eine Frequenz dieser Wellenlänge oder ist das vielleicht auf der anderen Seite. Und das ist im Grunde genauso hoch. Ne? Ihr seht diesen grauen Teil, der uns angibt, wie stark die anspringt. Ist es da oder da? Das wissen wir nicht. Mit einer. Aber wenn wir diese andere haben, das überlappt, und die nimmt jetzt auch was wahr, dann kann das Gehirn halt lernen, okay, wenn die Kombination von diesen beiden Impulsen kommt, dann weiß ich irgendwie, es ist in diesem Wellenlängenbereich. Und das ist eine ziemlich coole Eigenschaft dieses biologischen Systems. Wenn man das versucht durchzumessen, sieht das in der echten Biologie so aus. Also ich habe das gerade versucht, ein bisschen nachzumalen, aber irgendwie zwei Zapfentypen sind sich eigentlich viel näher aneinander. Das hat sich einfach so entwickelt. Wie gesagt, Menschen haben diese drei. Da gibt es jetzt auch noch andere Tiere, die das ganz anders machen. Also es ist jetzt wirklich relativ auf uns zugeschnitten irgendwie, dass dieses Farbsystem, mit dem wir alltäglich so arbeiten, mit irgendwie drei Typen. Zum Beispiel hier, es gibt Tiere, die irgendwie nur einen Farbkegel im Auge haben. Irgendwie viele Haustiere haben zwei. Katzen, Hunde zum Beispiel, die würden einfach irgendwie Farben in eurer Wohnung irgendwie ganz anders sehen als ihr. Oder weniger spezifisch. Genau, die meisten Affen haben drei.
Manche Insekten haben 4, dann können die irgendwie ein bisschen auch ins ultraviolette Spektrum reinsehen und dann irgendwie vielleicht toller Blüten finden oder so. Tauben haben 5, habe ich gelernt. Und jetzt haltet euch fest, es gibt ein Tier, das heißt Fangschreckenkrebs. Das hat 16 verschiedene. Ich habe mich gefragt, was soll das irgendwie? Und Biologen sind sich da auch nicht so richtig einig, aber irgendwie hat vielleicht mit Balzverhalten zu tun. Und das würde auch erklären, weshalb die so cool bunt aussehen. Ne? Irgendwie, das können wir vielleicht gar nicht wertschätzen. Irgendwie müssten wir auch ein Fangschreckenkrebs sein. Es gibt von einem Comiczeichner namens The Oatmeal einen grandiosen Comic, Why the Mantis Shrimp is My New Favorite Animal. Da geht es um diese Sinneseigenschaft. Auch noch darum, dass sie irgendwie ziemlich brutal kämpfen können oder so. Guckt euch das mal an. Ja, aber wir Menschen müssen uns mit 3 begnügen. Leider sind wir sehr dran gewöhnt. Das ist jetzt ein Diagramm, wo wir sehen, für verschiedene Wellenlängen, also wenn wir ein Licht exakt dieser Wellenlänge reinkriegen würden, wie ist dann die menschliche Wahrnehmung davon? Ja, irgendwie bei 450 geht das irgendwie mit Blau los und dann, das kennt ihr ja alle, irgendwie dieses Spektrum außen Regenbogen zum Beispiel, ne? Regenbogenspektrum würde man sagen, geht über Grün und Gelb und Orange und Rot und dann fällt das irgendwie wieder aus. Da hört dann auf der Bereich, den wir sehen können. Und in dem kleinen Teaser vorhin hatten wir schon, gibt es jetzt, fehlt da irgendwas? Was ist mit Pink? Wo ist Pink? Warum ist da Pink nicht drin? Das hat mich auch erstmal ein bisschen gewundert. Es gibt irgendwie auf YouTube einen Talk, Why Pink is a Lie oder sowas. So weit würde ich nicht gehen. Wir sehen das ja. Aber der Trick ist, wenn wir die Zapfen haben, die wir haben, dann reicht es für Pink halt nicht aus, nur eine bestimmte Wellenlänge zu aktivieren. Das versuche ich jetzt auch in meinem Tool nochmal nachzubauen. Wir haben diese 3 Kegel. Und um einen pinken Sinneseindruck zu kriegen, müssen wir jetzt den untersten Kegel irgendwie reizen und den oberen und den mittleren nicht so sehr. Das heißt irgendwie das Lichtspektrum, das wir da reingeben müssen, sieht ungefähr so aus. Genau. Die unten versuche ich schon mal auszurechnen, irgendwie, wie das dann für Menschen aussieht. Also was da passiert, ich kann auch schon mal einblenden, die Prozentwerte, die diese drei Typen sich jetzt teilen. Ne? Da ist irgendwie das oberste X nimmt jetzt irgendwie 40% der gesamten Sinnesreize wahr, das mittlere nur 18 und das hintere wieder 43. Und das ist halt genau die Kombination, wo das Gehirn dann merkt, okay, was ist da los? Irgendwie das untere Wellenlänge und die obere Wellenlänge. Und dann macht es halt so einen pinken Sinnesreiz daraus. Das finde ich ziemlich cool. Also ja, gibt keine Lichtquelle, die irgendwie wirklich monochromatisches, pinkes Licht macht. Das muss immer eine Mischung sein. Und diese 3 Sinneszellen, dieses, was wir da also in Prozentwerten haben zum Beispiel, ist dann auch irgendwie etwas, womit man irgendwie in Farbtheorie ganz viel arbeitet. Das ist ein sogenannter Tri-Stimulus. Ja, irgendwie alles, was wir Menschen irgendwie ins Auge kriegen, wandeln wir erstmal in diese 3 diskreten Werte um. Irgendwie. Und das vereinfacht halt ein bisschen das. Also physisch irgendwie würde man das sehr präzise beschreiben können durch diese wirklich die absoluten Intensitäten von den verschiedenen Wellenlängen. Und das Auge reduziert das dann irgendwie runter auf diese 3 Werte. Jetzt die Frage, ist das für alle Menschen gleich? Da möchte ich mich mit euch ein Experiment machen. Hebt mal bitte die Hand, wenn ihr darin eigentlich nichts seht. Irgendwie ein buntes Muster von Punkten. Ich auch, ich sehe da nichts. Wir sind zu zweit, glaube ich. Okay, alles klar. Also ich sehe da ja irgendwie grüne, rote Punkte, die so irgendwie Wusel machen. Wer von euch sieht eine 2, glaube ich? Okay, der Rest. Ich bin prädestiniert, diesen Talk zu halten. Hier ist irgendwie für dich und mich auch nochmal irgendwie so gehighlightet irgendwie, wo die, ich glaube, das sind dann wahrscheinlich die grünen Punkte, ne, die das anordnen. Wenn ich irgendwie wirklich mich konzentriere und hingucke, kann ich das halt sehen, dass da irgendwie diese einzelnen Punkte grün sind. Aber es fügt sich für mich nicht so zusammen. Rot-Grün-Schwäche. Hier ist noch ein Beispiel. Wer von euch sieht eine 11 oder eine 17? Da gehen mehr Hände hoch, das ist interessant. Aha, aha, das ist vielleicht ein Drittel des Saales oder sowas. Ich sehe beides. Okay. Und wer von euch sieht eine 47? Das sind jetzt, okay, vielleicht 60 oder sowas. Ja, okay, interessant, interessant. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Falle jetzt, ne? Irgendwie. Also diese 11 oder 17 irgendwie finde ich auch relativ klar, einfach auch durch die Helligkeit allein schon. Und dann gibt es halt irgendwie hier noch so eine Ausbeulung mit grünen Kreisen, die das irgendwie komplettieren. Und ihr, die das irgendwie eindeutig seht, seht das wahrscheinlich viel klarer den Unterschied als andere Leute.
Wenn euch das genauer interessiert, irgendwie, was es da so für verschiedene Typen von Röntgenschwächen gibt, irgendwie gibt es Online-Tests mit ganz vielen von diesen Dingen. Da könnt ihr immer sagen, irgendwie, ich sehe folgende Zahl oder nichts oder Muster oder nicht oder sowas. Und dann kriegt ihr am Schluss eine Auswertung. Was passiert da irgendwie in meinem Auge? Was ist da kaputt? Also, das ist so wertend, so meine ich das gar nicht anders. Es gibt, also das sind nochmal die drei normalen irgendwie Sensitivity Curves, die die Cones so haben. Und was bei mir dann zum Beispiel passiert, ist das, was man da in dem linken Diagramm sieht. Also während normalerweise die Sensitivitätskurve von dem Cone, der so für hohe Wellenlängen zuständig ist, irgendwie da wäre, wo die gestrichelte Linie ist, ist bei mir einfach eine genetische Mutation vorhanden, die dann dieses Protein in den Cone-Zellen so verändert, dass die total ähnlich ist zu der mittleren. Und dadurch verschiebt sich diese Kurve ganz nah daran. Und die drei werden trotzdem irgendwie, irgendwie feuern und irgendwie mein Gehirn mit Informationen beliefern, aber das Gehirn hat es dann viel schwieriger, irgendwie das zu interpretieren. Eben weil die so nah aneinander sind und sich so ähnlich sind. Ich sehe rot und orange, aber irgendwie gerade wenn die Töne dunkler werden oder sowas, ist es schwierig, das zu unterscheiden. Das betrifft, glaube ich, 1% der Menschen oder sowas. Und dieser Typ hier 6, glaube ich, da ist der mittlere Cone-Typ ist, hat eine Mutation quasi und ist ähnlicher zur roten. Und dann ist es halt vor allem in diesem mittleren Bereich mit den Grüntönen irgendwie schwieriger, das zu parken. Genau, bei dem linken Typ, da sind ja jetzt zum Beispiel für diese hohen Wellenlängen irgendwie auch gar keine Sinneszellen mehr da, die dafür überhaupt empfindlich sind. Ne? Das erklärt ein bisschen, weshalb ich zum Beispiel irgendwie rot schwächer sehen kann. Hier sind noch ein paar andere Typen, nochmal normalsichtig. Und dann gibt es halt noch irgendwie drei verschiedene Farbfehlsichtigkeiten, wo einfach einer der Cones komplett fehlt. Es gibt dann ne, Rotblindheit, Blaublindheit und Grünblindheit, würde man sagen. Und es gibt auch einen Typ, wo es einfach nur einen bestimmten Typ von Cones gibt. Da sieht man dann irgendwie alles in Graustufen. Jetzt krame ich mal kurz nach einem Prop, das ich mitgebracht habe. Denn ich habe gelernt vor ein paar Jahren, es gibt eine bestimmte Art von Brillen, die ich aufsetzen kann. Und dann macht es mir das ein bisschen einfacher, die Farben zu sehen. Mal gucken, wie er aussieht. So, aha. Grüne Dinge habt ihr an. Und rote. Krass. Es funktioniert in Sonnenlicht besser, würde ich sagen, und in Tageslicht. Und mit so elektrischen Energiequellen, irgendwie haben wir gesehen, das reinkommende Spektrum ist ein bisschen anders und dann arbeiten die nicht so gut. Wie funktionieren diese Brillen? Die haben halt speziell gebaute Gläser, die an zwei Stellen weniger Licht durchlassen. Und das ist genau an den Stellen, wo die Cones sich überlappen. Ja, und dadurch wird es dann für mein Gehirn, wenn es dran gewöhnt ist ein bisschen, viel einfacher, wenn da jetzt irgendwie ein Sinnesreiz in diesem Bereich ist, zu sagen, okay, hier kommt halt gerade überhaupt nichts an und dann ist es halt eher auf der rechten Seite und dann eher diesen Cones mit den langwelligen Sensitivitäten zuzuordnen. Und das ist eine krasse Erfahrung, wie gesagt. Also als ich das erste Mal ausprobiert habe vor 3 Jahren oder sowas, lief ich danach irgendwie fröhlich durch den Park und habe mir Blumen angeguckt und irgendwie mich gefreut, wie irgendwie orangefarbene Warnwesten einen in die Augen punchen. Das macht so viel Sinn jetzt für mich einfach. Ne? Also ich wurde einfach nicht so stark wahrgenommen oder rote Stoppschilder oder sowas. Super. Ja. Naja, wenn ihr die nachher mal ausprobieren wollt, könnt ihr gerne kommen. Ja. Der nächste Abschnitt ist jetzt so ein bisschen, wie standardisiert man Farbwahrnehmung für Menschen? Wenn wir später irgendwie ein Gerät bauen wollen, das eine bestimmte Farbe ausgibt zum Beispiel, wie einigen wir uns dann darauf, was wir da so aufnehmen, zum Beispiel mit einer Kamera, und wie geben wir das dann wieder? Und um das zu entscheiden, gibt es eine Organisation mit dem coolsten Namen ever, die Internationale Beleuchtungskommission. Ich finde das super. International Commission on Illumination auf Englisch oder Commission Internationale de l'Éclairage. Daher kommt auch CIE als Abkürzung. Und die haben irgendwie schon so Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie drüber nachgedacht, okay, was machen wir da? Wie standardisieren wir Farben? Und die haben dann 1931 diesen Report rausgebracht, in dem sie, naja, letztendlich Experimente gemacht haben mit Leuten. Wie ist so deren Farbwahrnehmung? Wie funktioniert das für die? Und dann diese Tabellen darin veröffentlicht, wo für jede Wellenlänge, die reinkommt, steht quasi, naja, wie stark springen diese drei Cones darauf an? Irgendwie in Prozent letztendlich oder in so relativen Einheiten oder so. Und das in diesen Tabellen kann man es jetzt nicht gut verstehen, was das soll. Hier ist es nochmal grafisch geplottet. Die sind halt recht ähnlich zu dem, was wir gesehen haben, was die menschliche Wahrnehmung macht.
1931, das war bevor man verstanden hat, wie das biologisch funktioniert. Das finde ich relativ cool. Da wusste man noch nichts von den Cones im Auge. Und hat einfach irgendwie durch Experimente rausgefunden, dass das so einigermaßen matcht. Gibt hier noch irgendwie diesen wilden Hügel. Bin nicht ganz sicher, ob Augen das wirklich machen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das hat irgendwie mathematische Gründe, dass man dann irgendwie einen schöneren Color Space aufspannt. Aber trotzdem irgendwie finde ich faszinierend, dass man einfach durch Messungen und auch gar nicht so viel, ich glaube, die haben 17 Leute oder sowas irgendwie in ihrem Versuch gehabt und dann halt geguckt, okay, wie nehmen die Farben wahr und darauf basierend dann so einen Standard-Observer konstruiert. Also diese Kurven einfach definiert, ne, irgendwie in den Tabellen mit den Zeilen und gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie das Maß der Dinge, wie irgendwie eine durchschnittliche, normalsichtige Person Farben wahrnimmt und die nehmen wir uns jetzt irgendwie als Basis. Und in dem Tool kann ich die jetzt auch mal einblenden. Das sieht dann so aus. Wenn man diese Kombination von Cones als Grundlage nimmt, dann ergibt sich auch irgendwie, ne, dieses Spektrum, das ich da oben eingeblendet habe, einfach für welche Wellenlänge macht welche Sinneswahrnehmung schon ganz gut. Und letztendlich funktionieren die dann sehr ähnlich, wie wir es gesehen haben. Ne? Also jetzt nochmal als Beispiel irgendwie, wenn ich so einen Sinnesimpuls habe, das ist vielleicht sowas wie eine warm-weiße LED oder sowas, dann kriegt dieser Cone relativ viel ab, irgendwie einfach dadurch, dass der da empfindlich ist auf diesen hohen Bereich. Und der mittlere auch und der Z-Cone nicht so viel. Ja, und das Auge macht dann irgendwie diesen Impuls daraus. Und in der Standardisierung hat man jetzt halt für diesen Lichteffekt auch ganz klar definierte Werte. Irgendwie diese 48, 40, 12 entspricht jetzt dem, was ein Mensch irgendwie da so als Farbe wahrnehmen würde. Das ist im Grunde die Kernidee. Und das haben sich diese Menschen halt 1931 schon überlegt. Ja, die Demo habt ihr gerade gesehen. Und dann kann man eine Sache machen, um das sehr anschaulich irgendwie als Diagramm sich zu veranschaulichen. Auch in dem Tool kann ich das einblenden. Also wir sehen ja, es gibt diese drei Typen, diese X-Cones, Y-Cones und Z-Cones. Und weil die in Prozent sind, kann man jetzt daraus dieses Chromaticity-Diagramm machen, wo man sich überlegt, okay, auf der X-Achse, wie viel Prozent springt der X-Cone an? Auf der Y-Achse, wie viel Prozent springt der Y-Cone an? Und wenn wir irgendwo anders sind, irgendwie relativ nah bei 0 oder sowas, dann ist der Z-Cone halt der Rest. So, ja. Also hier ist jetzt auch eingeblendet zum Beispiel der Punkt, dem dieser Farbwahrnehmung entspricht. Wir können nochmal irgendwas krasseres Blaues uns hier überlegen oder sowas, dann wandert der Wahrnehmungspunkt halt dahin. Der wandert jetzt da in diesem Bereich, weil, was passiert da? Naja, weder X noch Y sind besonders stark. Ne? Die sind jetzt beide so bei 22% oder sowas in diesem Diagramm. Und die restlichen 55 entfallen dann halt auf die Z-Komponente. Und diese drei Cones haben außerdem eine voll praktische Eigenschaft, nämlich dass der Y-Cone sehr, sehr direkt der Helligkeit entspricht. Weil einfach irgendwie das so zentral irgendwie in unserem Wahrnehmungsspektrum liegt. Das seht ihr ja auch hier, ne? Irgendwie das fädelt irgendwie hier in schwarz aus und hier fädelt es in schwarz aus und in der Mitte ist die Wahrnehmung relativ hell. Dadurch kann man dann irgendwie die X-Komponente und die Y-Komponente und dann noch so eine absolute, wie viel irgendwie nicht in Prozent, sondern wie viel absolut Licht nimmt dieser Y-Cone wahr, so als drei Parameter nehmen, um so einen Lichtimpuls zu beschreiben. Und in der Ebene hier haben wir jetzt halt alle möglichen Farbwerte, die Menschen so wahrnehmen können. Dieses Diagramm, da beschäftigen wir uns jetzt noch ein bisschen mit, weil das echt zentral ist irgendwie für viele andere Farbmodelle, die danach so entwickelt wurden. Zum Beispiel kann man sich überlegen, sind alle Stellen davon überhaupt möglich zu erreichen als Farbwahrnehmung? Beispielsweise der Punkt hier, der so ganz 100% X liegt, ne? Und 0% Y und 0% Z quasi. Ist das möglich, so einen Lichtimpuls zu machen? Und was müssen wir dafür machen? Wir müssten irgendwie einen Input hier finden, der diesen Cone hier ganz stark reizt und die anderen beiden gar nicht. Ja, und da kann man halt auch, also kann man ausprobieren irgendwie. Ich kann auch mal hier in diesem großen Bereich irgendwas malen, aber da reizen wir halt diesen Y-Cone immer auch ein bisschen mit. Das heißt, nicht alle Stellen dieses Diagramms sind für uns überhaupt zugänglich. Und der Bereich, innerhalb dessen wir uns bewegen können, dann noch eine Einbildung zu, genau, nennt man die Spektralfarblinie. Das ist wirklich so die Linie, die entsteht, wenn man ein Licht ins menschliche Auge schickt quasi oder in dieses Modell schickt, das monochromatisch ist. Um das hier nochmal zu demonstrieren, wenn wir irgendwie zum Beispiel
ein perfekt blaues Licht haben oder so, dann ist der Punkt in dem Diagramm da unten. Und wenn ich damit jetzt irgendwie anfange hochzuwandern, dann wandert das langsam nach oben. Ne? Da reizen wir jetzt irgendwie diesen mittleren Y-Cone immer mehr. Deshalb geht das im Diagramm an der Y-Achse hoch. Dann macht es da eine Kurve. Da beginnt jetzt irgendwie das X mehr gereizt zu werden. Deshalb geht es nach rechts. Das Y wird dabei wieder weniger. Da haben wir jetzt den Peak überschritten. Dann geht es wieder nach unten. Und irgendwie auf dem roten Ende landen wir dann halt da unten. Wenn man das hier auch nochmal einblendet, ist das halt diese Kurve, die da entsteht. Und das Interessante ist, das ist wirklich so der Bereich, der die gesamte Wahrnehmung enthält. Ne? Außerhalb von dem kann es einfach keine Wahrnehmung geben, weil es diese Kombinationen von Sinneszellen nicht gibt. Das ist die Spektralfarblinie und die untere Ende, diese Kante, die das unten begrenzt, quasi zwischen den beiden Enden der Linie, nennt man die Purpurlinie. Das sind da halt Mischungen irgendwie aus blauen und roten Wahrnehmungen und da ist dann wieder unser Pink dran. Und auch da kommt man einfach nicht raus in den Diagramm. Das ist biologisch dann nicht möglich. Und genau, alles, was außerhalb liegt, sind dann die theoretischen Farben, die irgendwie, also ne, wo man irgendwie, wenn man ganz gezielt mit irgendwelcher Technik oder sowas wirklich nur diese Cones, nur den X-Cone reizen würde oder sowas. Keine Ahnung, wie wir das wahrnehmen würden, aber in der Realität können wir es halt nicht. So, wir haben jetzt irgendwie so uns einen Standard überlegt, wie wir irgendwie diese Farbwahrnehmungen beschreiben können. Und die nächste Frage ist, wie machen wir da jetzt mit Bildschirmen zum Beispiel oder was ihr hier projiziert kriegt irgendwie, wieder eine Farbe draus mit einfachen Mitteln. Ne? Also klar könnte man sich irgendwie für jede Wellenlänge irgendein System überlegen, was Licht dieser Wellenlänge macht und dann diese Kurve wieder nachbilden. Aber wenn wir eh wissen, wir brechen das auf drei Werte runter, dann können wir es das auch einfacher machen. Und das basiert auf der Annahme, dass man, wenn man irgendwie zwei Lichtquellen hat, die zum Beispiel sich irgendwie hier im Blauen befinden und hier im Roten, dann kann man die halt ganz gut mischen. So, wenn man die eine irgendwie heller schaltet und die andere auch so ein bisschen oder sowas, dann landet man in dem Diagramm irgendwo in der Mitte. Ja, können wir mit Tool wieder ausprobieren. Wenn wir hier ein bisschen rotes Licht haben und ein bisschen blaues dazu tun oder sowas, dann ist der Punkt, der sich ergibt, irgendwie dazwischen. Und wenn ich das präzise machen würde, wäre der halt irgendwie auf einer Verbindungslinie, auf dieser Purpurlinie unten. Und das kann man sich dann zunutze machen. Also ja, mit zwei Lichtquellen könnte man schon all diese Farben da erzeugen. Und wenn wir jetzt noch eine dritte dazu nehmen, irgendwo oben im Grünbereich oder sowas, und die anfangen zu mischen, dann können wir alle Farbwahrnehmungen in diesem Dreieck erzeugen. Und das ist eine relativ coole Beobachtung. Die hat man halt irgendwie, als man anfing, dann nachzudenken, okay, wie machen wir jetzt Farbfernsehen und so weiter, zunutze gemacht. Und durch die Arbeit der CIE und so wusste man da irgendwie schon ein bisschen, was man damit tun kann. Und solche Fotos habt ihr bestimmt schon mal gesehen von Subpixeln, ne? Also irgendwie die Pixel auf euren Displays und so, können verschiedene Anordnungen haben und so, aber üblicherweise ist das irgendwie eine Kombination von Grün und Rot und Blau Werten. Und wenn man die nicht so stark vergrößert wie hier, sondern irgendwie aus einem normalen Betrachtungsabstand sieht, dann mischen die sich halt genauso zusammen und landen dann irgendwie in so einem Dreieck von möglichen Farben. Das ist der Trick. Hier sind nochmal Beispiele für so drei relativ klare Peaks. Das könnten jetzt drei verschiedene farbige LEDs sein oder sowas zum Beispiel, die irgendwie diese Spektren haben. Und dann kann man die anfangen zu mischen. Und im Tool kann ich das auch, ich habe versucht, das einzubauen, wenn man irgendwie in diesem Diagramm einen bestimmten Farbwert auswählt. Da gibt es irgendwie lustige Glitches, aber ich kann irgendwie das hier mal hinbauen. Und wir wollen diese Farbwahrnehmung haben, dann geht es jetzt wieder rückwärts und baut sich hier oben so ein reinkommendes Licht rein, was dem entspricht quasi. Also da hat es jetzt sehr viel von dem Rot genommen, relativ wenig Grün in der Mitte und relativ wenig Blau. Und das wird dann so. Und wir können auch mal versuchen, irgendwie ins Pink zu kommen hier. Das ist dann so eine Mischung aus Blau und Rot, ne? Und irgendwie für alle anderen mögliche Farbwahrnehmungen auch. Und da ist jetzt halt, also ihr habt dieses Mischungsdiagramm von den drei Farbquellen gesehen. Aus den drei kommen wir halt nicht raus. Wenn man da irgendwie die Enden einblendet, das sind halt so die drei Endpunkte. Und Farben außerhalb dieses Raums kann man in bestimmten Farbräumen halt nicht mehr erzeugen. Da steht jetzt schon sRGB. Das ist so eine Sache, die sich auch Leute mal ausgedacht haben in den 90ern von HP und Microsoft. Da gab es halt irgendwie, glaube ich, verschiedene Ansätze, wie man das macht, wenn man jetzt so eine Bilddatei hat oder sowas. Wie genau macht man dann irgendwie die Rot-, Grün- und Blauen-Kanäle da rein?
Und die haben sich gedacht, okay, wir spezifizieren das jetzt genau. Und sRGB steht für Standard-RGB. Das heißt, sie wollten, dass sich das durchsetzt. Und das hat auch gut funktioniert. Wenn ihr ein PNG aufmacht oder sowas auf eurem Rechner irgendwie und da ist nicht irgendwie noch ein anderer Farbraum als Metadaten drin kodiert oder sowas, dann ist das immer sRGB. Auch was Bildschirme ausgeben normalerweise. Und ich glaube, es war auch so gedacht, dass Drucker sRGB benutzen. Dann ist alles schön kompatibel. Das hat nicht so gut geklappt aus meiner Sicht irgendwie. Genau, aber sRGB ist heute irgendwie nach wie vor so das, der Color Space der Wahl. Und was bedeutet das jetzt genau, dass das standardisiert wurde? Naja, die haben sich wiederum genau diese drei Endpunkte überlegt und definiert. Und zwar sagen sie in so einer Tabelle, in dieser Veröffentlichung, naja, wir haben irgendwie so ein rotes Primärlicht und ein grünes und ein blaues. Und übrigens, hier sind die XYZ-Werte in diesem CIE-Diagramm, wo die Endpunkte sind. Und diese Punkte haben sie entnommen irgendwie schon im älteren Standard, das glaube ich auch so fürs Farbfernsehen ursprünglich mal entwickelt wurde, wo man auch genau diese gleichen Endpunkte genommen hat. Und ich war voll neugierig zu wissen, warum haben sie ausgerechnet diese drei Punkte genommen? Da stand dann irgendwie drin, naja, wir haben irgendwie mal mit den Herstellenden irgendwie von solchen Bildschirmen gesprochen und so und irgendwie geguckt, was haben wir eigentlich für Leuchtmittel, die wir benutzen können, um Farben zu erzeugen, ne? Damals noch irgendwie zum Beispiel CRTs oder sowas, wo man dann irgendwelche Substanzen reintun muss, irgendwelche Chemikalien oder sowas, die dann einen bestimmten Leuchteffekt abgeben oder so. Und diese drei Punkte liegen halt auf Stellen, wo man irgendwie gute Leuchtmittel für hatte. Da haben sie so ein bisschen offenbar gesprochen mit, was können sich die Herstellenden vorstellen irgendwie so für die Zukunft, was man kostengünstig bauen kann und so, was gut funktioniert. Und genau, aus dem Grund sind es diese drei Endpunkte geworden. Finde ich super spannend. Denn wenn die damals irgendwie andere Technik gehabt hätten, dann wäre vielleicht, weiß nicht, der Rotpunkt irgendwie viel weiter rechts oder sowas und dann hätten wir krasseres Rot auf unseren Bildschirmen. Aber jetzt sind wir halt darauf hängen geblieben, irgendwie seit den 90ern. Stimmt nicht ganz. Es gibt auch noch andere Color Spaces. Kommen wir gleich zu. Hier nochmal zurück zu dieser Frage, was genau ist FF0000 als HTML-Farbcode? Da können wir jetzt sagen, naja, wir haben irgendwie in diesem sRGB-Standard gehabt, irgendwie das perfekte Rot, ne, die ganz, ganz äußere Ecke von Rot, hat halt irgendwie diese Mischung von X, Y und Z. Das heißt, wenn wir diesen Standard-Observer nehmen, den die CIE sich mal ausgedacht hat, 1931 irgendwie, dann ist dieses krasse Rot exakt eine Reizung, die diese drei Cones in diesen Verhältnissen reizt. Ne. Und wie man das jetzt anstellt, wie man es schafft, dass die X-Kurve irgendwie zu 64% gereizt wird, ist dann letztendlich gar nicht so wichtig. Da kann man irgendwie mit RGB-LEDs arbeiten oder irgendwie mit anderen Lichtquellen oder sowas, ist egal. Solange diese Mischung rauskommt, ist das halt dieses Rot. Das sagte ich noch, genau, achso, sRGB. Es gibt noch, also, das muss ich vielleicht einschränkend sagen, ich rede heute nur über wirklich die Farbwerte, so die Chromaticity, sag mal auf Englisch. Was ist die Farbe, unabhängig von der Helligkeit. Das ist auch nochmal eine ganz obskure Sache. Da kommt man dann so in Fragen wie Gamma-Korrektur und so. Finde ich auch total spannend. Habe ich aber schon einen Vortrag darüber gehalten. Wenn euch das interessiert, guckt da mal rein. Das sind 10 Minuten auf der Enthusiasticon 2020. Und genau, da ist halt, das ist auch der zweite Bestandteil quasi von der sRGB-Standardisierung irgendwie. Geht es einmal darum, welche Farben haben wir irgendwie von der Farblichkeit her überhaupt? Und dann irgendwie, wie mappen wir die Helligkeit von Farben auf die tatsächlichen Bits auf unserer Festplatte? Da kann man nochmal drüber nachdenken. Noch ein bisschen tiefer ins Rabbit Hole. Genau, irgendwie andere Color Spaces. Da gibt es halt auch noch eine Menge von anderen Standards. Zum Beispiel Adobe RGB. Die haben sich irgendwie drei andere Endpunkte ausgesucht. Die beiden unteren sind relativ ähnlich, aber deren Grün ist quasi noch grüner als das Standard sRGB des Internets. Und dadurch können sie ein bisschen realistischere Fotos aufnehmen vielleicht oder so in passenden Fotoformaten. Oder genau, hier auch pro Foto, seht ihr das, ist noch ein größeres Dreieck quasi. Das hat die spannende Eigenschaft, dass diese beiden Endpunkte gar nicht mehr Teil der möglichen Farben sind. Das heißt, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese Blauecke reinrutscht, weil das einfach keine echte Farbe mehr ist. Genauso oben. Aber irgendwelche Mischungen gehen halt und alles, was das Dreieck abdeckt, kann man dann irgendwie in den Fotos speichern. Was ist da noch drin? CMYK ist da drin, irgendwie dieses bisschen balkige Polygon. Das ist, ne, das kommt irgendwie aus der Drucktechnik. Cyan, Magenta, Yellow und Ki, also Schwarz. Das sind dann so die Pigmente, die man da benutzen würde, irgendwie, um auf Papier zu drucken. Deckt auch nochmal ein bisschen anderen Space ab. Und da gibt es sowohl irgendwie Farben, die CMYK produzieren kann, aber sRGB nicht.
als auch umgekehrt. Ne? Oben irgendwie, da guckt sRGB so ein bisschen aus dem Color Space raus. Das kann man dann halt auf Bildschirmen darstellen, aber nicht mehr drucken. Das ist alles ein bisschen ärgerlich. Und habe ich noch gefunden, eine relativ cooler Color Space sCRGB. Das ist eine rückwärtskompatible Erweiterung von sRGB. Da haben sie sich überlegt, naja, in sRGB macht man es üblicherweise so, irgendwie diese Rot-Grün-Blau-Kanäle macht man halt irgendwie zwischen 0 und 100% oder sowas, um dann eine Farbe zu spezifizieren. Was ist denn, wenn wir erlauben, dass wir über 100% hinaus dürfen? Und da kommt man dann halt irgendwie auf solche Ecken, wenn man sich das überlegt. Ich glaube, in sCRGB kann man die drei Kanäle auswählen zwischen minus 0,5 und 13 oder sowas. Ganz wilde Sache. Und dann kommt man halt auf eine super große Abdeckung des möglichen Farbraums, nur so ein bisschen grün hier. Ich glaube, die unterscheiden sich dann eh in der Wahrnehmung nicht mehr so stark. Kann man nicht abdecken, aber ne, alle sRGB-Farbwerte sind auch gültige sCRGB-Farbwerte. Dieses Diagramm, das wir bisher gesehen haben mit den Farbwerten drauf, hat ein Problem, und zwar ist es nicht perceptually uniform, sagt man. Also wenn man eine bestimmte Distanz sich bewegt in dem Diagramm, dann ist es nicht unbedingt so, dass für die menschliche Wahrnehmung das tatsächlich auch einen großen Unterschied macht. Mal gucken, dass ich irgendwie dieses Diagramm aufmache. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, irgendwie oben in diesen grünen Tönen hier zum Beispiel, macht es halt nicht mehr so einen großen Unterschied, wenn ich mich eine bestimmte Distanz bewege, verglichen mit Bereichen hier unten oder sowas. Kann ich vielleicht auch einschränkend sagen, dadurch, dass mein Computer sRGB benutzt und dieser Beamer wahrscheinlich auch, sind die Farben zwischen diesen drei Punkten innerhalb des Dreiecks tatsächlich die echten und die außerhalb sind so ein bisschen ausgedacht. Ne? Also auch außerhalb von dieser Spektralfarblinie irgendwie. Das sind halt nicht mehr die echten Farben, die ihr da in dem Diagramm seht. Genau, aber dieses Problem, dass man irgendwie eine gleiche Distanz gehen kann in dem Farbraum und dann ist es aber irgendwie manchmal ein starker Unterschied für den Menschen, der das anguckt und manchmal weniger, hat die CIE später nochmal irgendwie versucht zu fixen mit einem neuen Farbraum. Da machen die so ein bisschen Transformationen auf diesem Koordinatensystem und stauchen quasi dieses Grün ganz stark zusammen. Und CIE LUF ist dann irgendwie ein Color Space, der das ein bisschen näher an dieser, wir haben tatsächlich irgendwie ähnliche Distanzen, die wir zurücklegen und haben dann ähnlich große Unterschiede in der Wahrnehmung. Und das ist ein relativ cooler Farbraum, wenn man irgendwie da wirklich präzise Gradients haben will oder sowas. In Data Visualization zum Beispiel kann man das gut gebrauchen, wenn man irgendwie eine Karte hat und dann irgendwie bestimmte Stellen davon einfärben will. Und man möchte, dass für die Menschen das relativ klar ist, wo ist jetzt eigentlich 50% erreicht oder sowas. Dann ist der Color Space total gut, um dann irgendwie einen Gradient durchzuziehen und zu sagen, okay, das, was die Menschen wahrnehmen als Unterschied, passt auch irgendwie ganz gut zu den Daten. Und das Letzte, was ich euch zeige, ist, das Vorletzte, was ich euch zeige, ist ein Modell, das ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, wenn es um Farben geht, HSL, Hue Saturation Lightness. Das ist nochmal ein bisschen anders, ein anderer Blickwinkel quasi auf sRGB oder andere Farbwerte, wo man irgendwie auch eine Farbe aus drei Komponenten zusammensetzt, aber die sind jetzt nicht mehr rot, grün, blau, sondern Hue ist quasi ne, die Regenbogenfarbe irgendwie, so im 360-Grad-Kreis quasi. Also in welches Diagramm nehmen wir dann? Vielleicht dieses hier unten. Wenn man da irgendwie diese Achse nachverfolgt, dann würde der Hue irgendwie beschreiben, an welcher Stelle dieser Farbwahrnehmung sind wir hier. Und da haben sie es halt so gemacht, dass das wirklich jetzt sich zu einem Kreis schließt. Ne? Wenn man von blau weitergeht, dann kommt unser gesuchtes Pink. Und dann kommt man bei Rot an und dann wrappt es quasi wieder an den Anfang. Das ist dann quasi tatsächlich so der Hue als Achse für mögliche Farbwerte. Saturation ist dann in diesem Diagramm, ne, wie stark ist die Farbe verglichen mit Grau zum Beispiel, wenn man irgendwie auf der Y-Achse runtergeht, kommt man hier halt irgendwie nur in Graubereiche rein. Und wenn man nach oben geht, irgendwie kriegt man gesättigtere Farben, würde man sagen. Und die Lightness, der dritte Parameter, ist dann die Helligkeit. Das kann man hier mit diesem Dings einstellen. Kann man dann zwischen Weiß und Schwarz quasi einstellen, wie hell ist diese Farbe. Und das ist einfach ein UI irgendwie, das für mich viel einfacher zu benutzen ist, irgendwie, wenn ich Farben picken will für irgendwelche Grafikprojekte oder sowas, ne? Wo man sich für die Farbigkeit entscheiden kann, die Sättigung und die Helligkeit. Und da hat dann vor ein paar Jahren sich das noch mal jemand angeguckt und irgendwie diesen Ansatz genommen von Hue Saturation Lightness und diesen CIE LUF Color Space und das zusammengepanscht quasi. Da kommt dann raus ein Input-Tool, das hat die Person genannt HS LUF.
Und das ist weird. Guckt euch mal an. Ich habe mal aufgenommen, irgendwie, wie ich das bediene. Da verschiedene Farben picke. Das ist jetzt quasi, das entspricht so ein bisschen der Farbigkeit in dieser Fläche. Und da unten kann man jetzt die Helligkeit einstellen. Und wenn man jetzt mit der Helligkeit runtergeht, dann verändert sich auch die Outline der Farben, die man erreichen kann. Also zum Beispiel, man kann irgendwie viel mehr in Richtung Grün gehen, wenn man helle Farben hat. Und das, also im ersten Moment finde ich das total unerwartet, so irgendwie über Farbpicking nachzudenken. Aber ich glaube, im Alltag ist es halt super praktisch, weil man irgendwie dann sich erstmal für eine Helligkeit entscheiden kann und dann in der verfügbaren Fläche irgendwie für die Farben und letztendlich auch für die Sättigung. Denn je näher man an diesen weißen Punkt in der Mitte geht, desto näher kommt man halt an Grau. In der Mitte ist es irgendwie relativ graue Farben. Und irgendwie in diesem Kreis, ich glaube, das sind so die Pastellfarben irgendwie dieser Helligkeit. Nicht cool, hat mich beeindruckt. hsluft.org, glaube ich, irgendwie ist der Standard dafür. Und einige Programme beginnen das jetzt einzubauen. Zum Beispiel Inkscape, Version 1.2 ist rausgekommen letzte Woche. Dadurch bin ich, glaube ich, drauf gekommen. Und die haben das jetzt auch. Also da kann man irgendwie jetzt nicht nur so ein normales HSL auswählen oder einfach RGB-Slider oder sowas, sondern ist auch genau dieser Color-Picker nachimplementiert quasi. Und das werde ich mir jetzt mal als Standard einstellen und irgendwie gucken, wie man damit so arbeiten kann. Jo, damit haben wir unseren Ritt durch Physik und Biologie und irgendwie mathematische Modelle und Technik durchschritten. Hier sind die Slides, da ist nochmal der Link auf den Talk über Gamma-Korrektur zum Beispiel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Fragen. Ja. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Wir haben noch viel Zeit, das heißt, beballert Blindrik gerne mit euren Fragen. Wer möchte? So, bitte. Du hast dich zuerst gemeldet, deswegen, du kommst gleich danach dran. Der leuchtet. Ah, okay. Kannst du noch mal erklären, bei dem XY-Diagramm, wie da die Z-Komponente reinspielt oder nicht reinspielt und warum nicht? Das habe ich irgendwie noch nicht geblickt. Ja. Warum das da okay ist, das einfach wegzulassen? Also hier sieht man ja das ganze Diagramm im Grunde, ne? Ich gehe vielleicht... Machen wir das im Tool? Vielleicht machen wir das im Tool. Das ist okay, das Z wegzulassen, weil diese drei Werte sich immer zu 100 addieren. Das ist einfach irgendwie die Definition dieses Color Spaces, dass die in Prozent gemessen an der kompletten Wahrnehmung, die reinkommt, arbeitet. Also nochmal ein Beispiel, wenn das Z immer tatsächlich 0 wäre in der Wahrnehmung und X und Y würden sich zu 100 addieren, dann wären alle Wahrnehmungen auf dieser Diagonallinie quasi. Und diese Outline geht da auch quasi dran. Ne? Die folgt relativ lange dieser Linie. Das ist dann wirklich eine Mischung aus reiner Y und X-Wahrnehmung. Und das Z spielt gar nicht rein. Aber wenn wir irgendwie von dem Z-Cone auch Informationen kriegen, also prozentweise, anteilsmäßig, dann wandern wir quasi von dieser Diagonallinie weg in Richtung 0. Oder in Richtung Ursprung. Und wenn man irgendwie hier in der Mitte ist oder sowas, dann kann man im Diagramm halt ablesen, okay, X ist jetzt hier vielleicht 25% und Y 30% oder so und Z ist dann der Rest. Und wenn man das so bestimmen kann und weil es eindeutig ist, kann man das dann weglassen in den Diagrammen. Genau. Okay. Wie ist das eigentlich mit CIE 1931? Das ist ja schon durchaus eine ganze Weile her. Gab es Ansätze, also ich meine, vermutlich wird es nicht so einen großen Unterschied machen, aber ist trotzdem technisch präziser zu definieren. Ja, gab von der CIE tatsächlich jede Menge Alternativ-Color Spaces. Die habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht genau angeguckt, aber gefühlt irgendwie mindestens 4 oder 5 oder so, die dann immer obskure Namen hatten, wo sie dann nicht X, Y und Z gesagt haben, sondern X underscore 20 oder so, weil sie es irgendwie anders gemessen haben oder sowas, die dann tatsächlich, denke ich, auch ein Tick präziser noch wären irgendwie, was die menschliche Wahrnehmung angeht und auch näher sind irgendwie an den echten Cones, die Menschen haben zum Beispiel. Aber dieses 1931-Modell hat sich einfach, das hat sich so erhalten und irgendwie ganz viele Color Spaces, zum Beispiel sRGB, basieren nach wie vor darauf. Ja. Ja.
wir haben ja nicht nur Zapfen, sondern auch Stäbchen, die jetzt eher für... Okay, wir haben ja nicht nur Zapfen, sondern auch Stäbchen im Auge. Zumindest die meisten unserer Sehzellen sind Stäbchen, ja. die eine Wahrnehmung im grünen Bereich haben. Spielt das auch noch in das Farbsehen mit rein oder wieso werden die ignoriert? Naja, also das war für mich, glaube ich, für den Vortrag zumindest die Entscheidung, die Sache der Helligkeitswahrnehmung erstmal auszuklammern, damit das irgendwie nicht so umfangreich wird. Und genau, hast völlig recht, ne? Irgendwie Stäbchen sind irgendwie noch ein anderer Typ von Sinneszellen, die sind viel sensibler zum Beispiel. Also irgendwie ganz viel, wenn ihr irgendwie nachts irgendwie durch die Gegend lauft oder sowas, dann können die Stäbchen halt irgendwie so einzelne Photonen, die da reinfallen, irgendwie wahrnehmen und euch dadurch noch so ein bisschen eine Idee der Umgebung geben. Aber dafür seht ihr halt nicht farbig, ne? Kennt ihr bestimmt irgendwie. Wenn es dunkel ist oder sowas, sieht alles relativ graustufig aus. Das ist der Grund. Und genau, die sind, könnte man sagen, im grünen Bereich, ne? Das hat dann auch relativ direkt damit zu tun, dass tatsächlich die Helligkeit unserer Wahrnehmung halt irgendwie, da ist die Mitte quasi im Grün und das flacht dann in beide Richtungen irgendwie ab. Wenn man so eine Sensitivitätskurve dieser Stäbchen zeichnen würde, dann wäre die relativ ähnlich zu diesem Y-Cone. Und ich schätze schon, dass irgendwie in der Netzhaut oder sowas, die so verdrahtet sind, dass auch Informationen daraus irgendwie damit reinfließen. Das wäre eigentlich Verschwendung, wenn nicht quasi, ne? Irgendwie für Farbwahrnehmung. Aber um irgendwie dieses Modell aufzustellen und irgendwie zu erklären, wie diese drei verschiedenen Typen zusammenarbeiten, irgendwie um Farben zu erzeugen, sind die Stäbchen halt nicht wichtig. Deshalb habe ich die im Vortrag irgendwie erstmal ausgeklammert. Okay, vielen Dank für den Vortrag. Gerne. Mal durchgehen, bitte. Das sollte noch an sein. Okay. Ja, meine Frage ist, wie ist das, du hast ein bisschen über Farbenblindheit geredet und dann sind ja diese Punkte woanders im Prinzip. Oder also der Farbraum sieht irgendwie anders aus. Und gibt es da irgendwie Forschung zu, wie das ist? Und gibt es irgendwie eine einfache Möglichkeit, wie man quasi so seine eigene Wahrnehmung vermessen kann? Also, was mir dazu einfällt, ist, dass man halt auch hier mal ausprobieren könnte, wie das ist, wenn man anfängt, welche zu verschieben. Wenn wir zum Beispiel sagen, irgendwie diese, ich glaube, genau, bei mir irgendwie die Farbflüssigkeit wäre halt irgendwie dieser Cone ist mehr nach links geschoben, ne, und ist irgendwie ähnlicher zu dem Y. Und ich schätze, wenn ich das anfange, wird das erstens sehr viel Wirrwarr und zweitens wird sich die Outline dieser Spektrallinien sehr verändern. Ich probiere das mal, das relativ nah an das Mittlere ranzumalen. Uah. So, irgendwie. Diesen Hügel lasse ich vielleicht mal da. Das scheint zumindest so. Ein bisschen näher hier. Das schrumpft irgendwie dieses Feld relativ zusammen. Wenn du das wirklich so für dich selbst ausmessen würdest, könnte man irgendwie die Experimente, die die CI damals gemacht hat, ganz gut wiederholen. Die haben, kann ich nicht gut erklären, glaube ich, aber die haben irgendwie Leute vor irgendwie zwei Farbtafeln oder zwei weiße Flächen gesetzt, die angeleuchtet wurden mit bestimmten Farben und die hatten dann quasi also eine Referenzfarbe, die sie gesehen haben und auf der anderen Seite irgendwie drei RGB-Spots, die darauf gerichtet waren quasi und dann irgendwie mit Reglern so lange dann rumdrehen sollten, bis sie die gleiche Farbe reproduziert haben oder so. Und auf der Grundlage hat man dann irgendwie diese Kurven gemalt. Das wäre super spannend, ne? Habe ich auch nicht nachgesucht oder so, aber gibt es vielleicht Forschung zu, wo man das irgendwie mit Leuten, die Farbblindheiten haben, irgendwie wiederholt hat oder Farbfehlsichtigkeiten? Und dann da sicherlich irgendwie andere Kurven rauskriegt. Und letztendlich, ich meine, diese Kurven, die ich im Vortrag hatte, um Farbfehlsichtigkeit zu demonstrieren, das ist jetzt hier wahrscheinlich recht. Ich schätze nicht, dass das auf echten Daten basiert eigentlich. Ich glaube, das ist halt eher irgendwie von offenbar, genau, irgendwie von Leuten, die sich um sowas irgendwie kümmern, mal irgendwie so zusammengecopy-pastet oder so ähnlich. Weiß ich nicht genau, ob das irgendwie auf Daten basiert. Ich schätze, in der Realität wäre es irgendwie noch ein bisschen unregelmäßiger und gezackter oder so. Aber solche Kurven könnte man halt auch aufstellen damit, ja. So, noch weitere Fragen? Ah ja, ich sehe da eine. Vielleicht noch eine Idee zu deiner Frage, wenn zwei Rezeptoren quasi denselben Bereich abdecken, dann dürften zwei Dimensionen sehr stark korrelieren, wodurch
in dem Farbraum dann eine Dimension stark zusammenfallen würde, weshalb der Farbraum, der zu sehen ist, stark verringert sein dürfte. Mhm. Einfach basierend auf den Modellen, die du gerade vorgestellt hast. Genau so wird es sein. Ja, Korrelation ist ein guter Ausdruck dafür, was da passiert. Ne? Genau, die verhält sich dann sehr ähnlich. Ja. Eher ein Kommentar als eine Frage. Und zwar war ja am Anfang, tauchte ja die Frage auf mit dem Spektrum von Leuchtstoffröhren und so weiter, warum das so einzelne Peaks sind. Mhm. Also es gibt ja auch das Beispiel von weißen LEDs, die in Wirklichkeit eigentlich blaue LEDs sind, die aber noch eine zusätzliche Phosphorschicht haben, die dann noch das blaue Licht wieder absorbiert und im gelben Bereich dann wieder reflektiert und gelb plus blau zusammen ergibt dann weiß. Mhm. So, und das ist nämlich der spannende Punkt. Dieses Weiß, was sich in der Summe ergibt, ist halt eben nicht ein Weiß, was im Sinne eines weißen Rauschens über das gesamte Spektrum, sondern hier kommt halt der Punkt zu tragen, dass halt das Farbspektrum ja eigentlich ein unendlich dimensionaler Vektorraum ist, während wir mit den drei Sensoren eigentlich nur einen dreidimensionalen Projektion dieses unendlich dimensionalen Raumes sehen. Das heißt, die Erregung der drei Rezeptoren kann verschiedene Ursachen im eigentlichen ursprünglichen unendlich dimensionalen Farbraum haben. Und das wiederum heißt, wenn man jetzt auf das Tool zurückgeht, wenn man da einfach mal eine Linie einzeichnen würde, so wie die Sonne ihre Intensität hat, so ungefähr, dann müsste ja ungefähr weiß rauskommen oder ein Grauton, der irgendwo weiß ist. Und wenn man jetzt in diese Linie rein einen negativen Peak, zum Beispiel bei 632 Nanometer reinmacht, bei Rot. Ich kann keine negativen Peaks malen, sorry. Das ist gekappt bei Null. Ja, da aber ungefähr. Wäre lustig, ja. Genau. So, und dann müsste nämlich eigentlich jetzt die Komplementärfarbe rauskommen. Also ein sehr dünner Peak müsste das sein. Mhm. Und dann müsste eigentlich dann die Komplementärfarbe im Falle von Rot wäre das dann grün, türkis, glaube ich, so in dem Bereich irgendwo als Ergebnis rauskommen. Ne? Und so kann man, also ergo ist eine einzelne Farbe, kann halt verschiedene Ursachen haben. Und deswegen kann auch ein Weiß vorgetäuscht werden. Allerdings bei der Reflexion des Lichts wird es dann interessant. Mhm. Wenn man also eine weiße LED hat und beleuchtet damit Körper und die reflektieren das Licht, dann ist es halt ein Unterschied, weil halt in dem weißen Licht von der LED kein Rotanteil drin ist, sondern nur Blau und Gelb, kann natürlich die Reflexion vom Rot dann auch nicht richtig funktionieren. Ist cool, dass du nochmal technisch ergänzt auch, wie diese weiße LED funktioniert. Das finde ich spannend zu hören, ja. Und wäre witzig, wenn wir jetzt irgendwie ganz stark einen negativen Peak da reinmalen würden und das wirklich sehen könnten, ne? Die Komplementärfarbe. In dem Diagramm sieht man das übrigens ganz gut irgendwie, wenn man von Rot irgendwie durch den Weißanteil quasi auf die andere Farbe geht, dann landen wir genau im Türkis, wie du auch geschätzt hast, ne? Irgendwie. Ja. Und ist das nicht spannend irgendwie, dass ganz verschiedene irgendwie Lichtimpulse die gleiche Farbwahrnehmung machen können? Ich finde das super irgendwie auch. Das war für mich irgendwie so eine Offenbarung irgendwie letztes Jahr halt, dass ich verstand, mein Bildschirm macht kein orangefarbenes Licht, also kein monochromatisches orangefarbenes Licht. Ne? Das ist irgendwie diese Mischung. Und trotzdem sehen wir das so. Das ist cool. Vielleicht noch ein gruseliger Kommentar genau zu diesen weißen Leuchtdioden und was das alles passieren kann, wenn man die nicht mit dem Auge anguckt. Die modernen weißen Leuchtdioden, die haben kein Phosphor mehr drin. Das sind wirklich grüne, rote und blaue, damit man auch die so bunt machen kann. Heute kann man ja jede Leuchtdiode irgendwie bunt mit Glühbirnen machen. Wenn man die jetzt mit einer Kamera, digitalen Kamera anguckt, die auch wieder drei so Farbrezeptoren für eine bestimmte Wellenlänge haben und gar nicht so ganz breite Spektren wie das, was hier passiert, weil das so was ähnliches wie eine Leuchtdiode ist zum Erkennen, dann erkennt es genau eine bestimmte rote Wellenlänge, eine grüne, eine blaue. Und es gibt schöne Beispiele im Internet, wo man sieht, wie man mit manchen Handys dann so eine RGB-Leuchtdiode, die stellt man auf rot ein. Wir sehen irgendwie eine rote Wohnungsbeleuchtung und plötzlich zeigen manche Digitalkameras das grün oder blau an, weil diese Wellenlängen-Matchings nicht richtig passieren. Und die sagen, diese Mischung von den drei einzelnen Wellenlängen, die bei uns ankommt, das sieht jetzt für eine Digitalkamera plötzlich mal ganz anders aus, weil halt jeder sich so ein bisschen was rauspickt und dann hineininterpretiert. Und so ähnliche Sachen passieren im menschlichen Auge auch. Aber da ist dann richtig gruselig, weil überhaupt nichts mehr kontinuierlich ist und dann plötzlich aus rot, grün, blau irgendwas wird. Gibt es ziemlich witzige Videos im Netz. Wir sehen, wir können da von diesem Thema in total verschiedene Richtungen irgendwie noch viel tiefer uns reinbewegen irgendwie. Da kann man mit Farben sehr viel Zeit verbringen, sich reinzunörden. Diese Sache mit irgendwie RGB-LEDs irgendwie machen, haben dieses andere Spektrum, führt übrigens tatsächlich dazu, das meinte ich irgendwie, ne? Mit dieser Brille,
dadurch, dass irgendwie zum Beispiel ein Bildschirm oder sowas jetzt drei sehr klare Frequenzen benutzt, um Farben zu erzeugen, funktioniert die Brille damit leider nicht so gut. Ja, weil die dann halt irgendwie weniger Vorteile davon haben, irgendwie an den Stellen, irgendwie, wo die Gläser der Brille das Licht rausfiltern, da sind irgendwie diese LEDs quasi gar nicht. Und dadurch wird da irgendwie wenig passieren. Da sehe ich irgendwie kaum einen Unterschied, wenn ich die aufhabe. Aber unter Sonnenlicht halt schon. Ich habe hier in der Mitte noch eine Frage gesehen. Ja. Hi. Erstmal danke für den tollen Vortrag. Ich habe das Gefühl, alle Bildschirme sind schlecht, weil, oh mein Gott, sie zeigen mir nicht alle Farben. Das ist für mich gerade so mindblowing. Mhm. Meine Frage ist, heutzutage kann man ja wahrscheinlich, also super krass, dass die 1931 die Kurven mit so wenig Leuten und so grob nachbilden konnten. Aber heutzutage kann man ja wahrscheinlich messen, welche Cones auf welche Wellenlänge wie stark ansprechen. Mhm. Und dann könnte man ja basierend auf diesen echten gemessenen Kurven nochmal einen Farbraum definieren. Und das wäre ja dann der ultimative. Also du hast vorhin gemeint, dass das Komitee, was das sRGB vorgeschlagen hat, 20 weitere vorgeschlagen hat. Aber das wäre ja objektiv, aus menschlicher Sicht zumindest objektiv, die beste Definition. Weißt du, ob das mal versucht wurde? Das war die CIE, die dir vorgeschlagen hat. Genau, aber ich weiß, was du meinst. Genau. Und so ein bisschen eine ähnliche Frage hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon, was in die Richtung ging. Ne? Wäre es nicht viel besser, jetzt noch mal präzisere Farbräume zu definieren, um dann einfach irgendwie einen bisschen breiteren Raum aufzustellen? Ich schätze halt, dass es halt irgendwie so, naja, irgendwie so ein Ding, was sich selbst erhält. Ne? Wenn jetzt irgendwie alle PNGs schon in diesem Farbraum sind irgendwie und man will da wirklich irgendwie an die Grundlagen ran und das irgendwie alles umwerfen, mir schwierig vor, irgendwie da einen Konsens zu finden. Aber tatsächlich, ich denke, die neuen Modelle der CIE sind halt besser und die können die veröffentlichen und dann ist die Frage, wer macht irgendwas damit? So irgendwie. Das ist dann ein komplexes System von gegenseitigen Abhängigkeiten und so, wo viele ja, irgendwie schon existierende Technologien dranhängen und so und die man dann auch irgendwie mit ändern müsste und so. Aber wäre spannend, das mal zu versuchen, ne? Irgendwie ein möglichst präzises biologisches Modell. Ja, das wurde versucht. Gucken, wie weit man konnte. Es gibt eine neuere Tabelle von CIE. Mhm. Ja. Die heißt dann 1900, ich weiß nicht, 72 oder 79. Mhm. Es gibt wirklich die gleiche Messung nochmal. Ja. Genau wie du gesagt hast, mit besserer Physik und Messung und sonst irgendwas. Das verwendet sie fast niemand. Ja. Also wenn man einfach guckt, ich mache solche Sachen mit Farbprojektionen von Lasern und sowas. Ich habe dann auch gesagt, oh, gibt es eine viel neuere Tabelle, habe ich genommen. Und dann hat es zu nichts gepasst, zu keinen Messinstrumenten, die Farbaufnahmen und sowas machen, weil sie alle CIE 1931 machen. Die Unterschiede sind nicht wahnsinnig groß, aber wenn man dann die Messwerte vergleicht, dann habe ich halt festgestellt, was ich da einstelle. Ich kriege immer falsche Messwerte raus, weil selbst unendlich teure Messgeräte dann immer das machen, was CIE 1931 gemacht hat. Aber wenn man beide übereinander plottet, sind die Unterschiede relativ gering. Und was du gemeint hast, das sind wirklich völlig andere Farbkoordinatensysteme, weil die Mathematiker natürlich sehr erfinderisch sind, einfach sagen, ich mache ein ganz neues Koordinatensystem mit LUV und sonst irgendwas. Statt die jetzt so zu plotten, kann man das um 45 Grad drehen und dann Kubus draus machen und sonst irgendwas. Aber das ist reine Mathematik. Und der Hinweis mit, so unterschiedlich sind die halt auch doch nicht, wenn man sie besser macht, ist ein guter. Denn da könnte man vielleicht sagen, irgendwie, okay, dieses Modell von 31, irgendwas man hat, ist halt irgendwie gut genug so für General Purposes. Irgendwie. Und vielleicht würde man da nicht sehr viel mehr Enjoyment aus einem Film kriegen, irgendwie, wenn das jetzt irgendwie noch ein paar Prozentwerte mehr grün ist da hinten oder so. Ja. Die noch mehr Fragen. Ich glaube, dann würde ich einfach eine Frage stellen. Mhm. Du hast uns vorhin gefragt, so, okay, welche Farbe fehlt denn hier auf so diesem Spektrum? Die eine Farbe, die mir tatsächlich fehlt, ist braun. So, wo ist das denn abgeblieben? Ist das irgendwie ein dunkles, also irgendwie wahrscheinlich irgendwie, können wir mal probieren, einen braun zu bauen. Meine Schätzung wäre irgendwie relativ viel von allem. Naja, das ist schon weiß, das müssen wir dunkler machen. Vielleicht weiß ohne... Oh ja, ich resette den mal. Weiß ohne Blau vielleicht? Weiß ohne Blau. Und irgendwie schon mehr Rot drin, oder? Mhm. Also ich bin da, wie gesagt, nicht so der Experte, um irgendwie da das einschätzen zu können. Dann spare ich Blau vielleicht mal aus. Das ist jetzt schon wieder relativ hell geworden. Muss mir ein bisschen runtergehen. Ja, ist auch so mein Gefühl. Also es war ein bisschen eine Fragenfrage. Ich kenne die Antwort. Ja. Tatsächlich ist braun eine Farbe, das hat total viel so mit der Wahrnehmung durch das Gehirn, durch die Augen zu tun. Braun ist eine Farbe, die
kommt, also die eigentlich nur im Kontext identifiziert wird. Das ist tatsächlich orange, wenn es, wenn die Helligkeit unten ist. Dunkles Orange. Ja. Ja. Aber deswegen wird man auch nie wirklich einen Scheinwerfer sehen oder eine LED, die braunes Licht macht, weil es halt zu hell. So wie auch irgendwie es Gold oder Silber irgendwie als Farbwert eigentlich nicht gibt. Ne? Da geht es dann eher so um Reflexionseigenschaften unter dem Licht oder so. Ja. Gerade bezüglich Farbfehlsichtigkeiten hätte mich mal interessiert, weißt du, wie das gemacht wird? Bei verschiedenen Videospielen kennt man das ja, dass man quasi in den Einstellungen ändern kann, hey, ich habe eine Farbfehlsichtigkeit auf, zum Beispiel, ich habe eine Grünsehschwäche. Weißt du, wie das gemacht wird, dass man dann quasi die Farben anpasst? Also, Da müssen ja irgendwelche Berechnungen dahinter stehen. Man müsste sich dann Frequenzen aussuchen, die möglichst viele Leute irgendwie gut unterscheiden können. Und ich meine irgendwie, dass so Kombination aus Blau und Orange zum Beispiel irgendwie zwei Farben sind, die super viele Leute gut unterscheiden können. Weil das eine ist halt irgendwie von diesem Cone hier aufgenommen, der irgendwie eh meistens an der richtigen Stelle sitzt. Und das Orange ist dann irgendwie, da ist es egal, welches von beiden jetzt anspringt oder so, es ist auf jeden Fall fürs Gehirn super klar unterscheidbar. Und wenn man genau in Spielen irgendwie noch eine Palette braucht, die mehr Farben enthält, würde man da halt irgendwie auch gucken, vielleicht irgendwie durch Experimente, vielleicht irgendwie durch Modelle, wo man solche Messungen hat oder sowas, dass die irgendwie gut differenzierbar sind. Finde ich, also total wichtigen Hinweis auch, wenn ihr mal irgendwie ein Plot macht mit irgendwie irgendein Diagramm oder sowas mit Linien drin, ne, irgendwie gibt es super gute Ressourcen, die irgendwie so Color-Safe Paletten irgendwie euch empfehlen können. Dann könnt ihr dann sagen irgendwie, ich möchte gerne 7 verschiedene Farben, die möglichst weit auseinander sind oder sowas, und dann kriegt ihr da irgendwie gute Paletten für. Ja. Für mich ist der Worst Case, glaube ich, ein roter Laserpointer in Präsentationen tatsächlich. Weil das halt irgendwie für mich weniger hell und dadurch irgendwie, auch wenn der Punkt da ist und er sich nicht bewegt oder sowas, irgendwie sehe ich ihn nicht gut. Und da finde ich grüne viel besser. Ja, benutzt grüne Laserpointer. Ja, ich habe noch eine Frage, nämlich wie ist das mit so Neonfarben? Du meinst gerade Gold und Silber sind keine Farben, aber jetzt so ein richtig schönes Neonpink. Was passiert da? Ist es nicht so, dass tatsächlich sowas wie ein Textmarker, der zum Beispiel neonorange ist oder sowas, ich glaube, der absorbiert UV-Licht und imitiert es dann wieder im sichtbaren Spektrum, wenn ich mich nicht täusche. Das hat einfach irgendwie die chemischen Eigenschaften. Und dadurch kommt da so ein bisschen mehr sichtbares Licht raus, als reinfällt. Und dadurch leuchtet es dann halt besonders toll im Vergleich zur Umgebung, so würde ich sagen. Ich denke, das ist der Trick dabei. Danke. Noch ein Kommentar. Ist noch nicht gemutet, entmutet. Du musst den orangenen, das orangene Ding drücken. Da. Ah, okay. Danke. Noch ein Kommentar. Und zwar dem New Saturation Brightness Modell. Wenn ich mich nicht irre, ist das dadurch entstanden, dass man früher ja Schwarz-Weiß-Fernsehgeräte hatte. Und dann irgendwann kam das Farbfernsehgerät und mit der Umstellung vom Schwarz-Weiß-Fernsehen auf Farbfernsehen sollten nicht plötzlich alle Besitzer von Schwarz-Weiß-Fernsehgeräten ihre Geräte wegschmeißen müssen. Deswegen hat man sich halt entschieden, die Helligkeit, die man beim Schwarz-Weiß-Fernsehen hatte, beim Farbfernsehen zu belassen und hat dann stattdessen, statt RGB-Modell, quasi über den Funk halt den Farbton und die Farbsättigung stattdessen übermittelt. Und im Farbfernsehgerät wird dann tatsächlich die Umwandlung von diesem HSB dann in RGB dann vorgenommen. Was im Wesentlichen dann, glaube ich, auch eine Basiswechsel Matrix-Multiplikation ist, mehr oder weniger. Ja. Macht Sinn, da so Evolutionen in der Technik zu haben. Ne? Guter Input, danke. Okay, ich glaube, es ist auch schon Zeit. Vielen Dank für all die Fragen, vielen Dank für den tollen Vortrag und bitte nochmal eine Runde Applaus. Applaus